Tastatur, ich krieg. Du kriegst die Maus, ich darf dann mal returnen. Warum ist das lustig, Simon, dass ich sage, ich krieg die Maus und die Tastatur? Du weißt es nicht. Weil wir das spielen, wo man keine Tastatur braucht. Man kann sicherlich mit der Tastatur auch Shortcuts machen. Oder Tipps einblenden oder so. Ah, nee. Abspeichern und laden. Ihr seht schon, es wird schwierig. Wir spielen Adventures. Und das zum ersten Mal zusammen. Ich glaube, das ist, ich glaube wirklich das erste Let's Play von uns zusammen. Ja. Man kann hier direkt am Anfang zwischen zwei Schwierigkeitsgraden wählen. Wir haben uns jetzt mal einfach für den Normalweg. So. Wir haben eine Münze geworfen. Es kam der einfache Grad raus. Ja. Schmeiß dein Messer an die Wand. Das ist das Ansicht. The Monkeys are listening. Was könnte es TNT heißen? Curse of Monkey Island. Okay, ich bin so dumm. Ne, wir alle. Wir alle. Hab auch überlegt. Ich muss dazu sagen, für alle, die sagen, oh, ist doch lame Adventure, das man schon gespielt hat. Ihr könnt uns glauben und ihr kennt uns, glaube ich, lang genug, dass wir das authentisch erklären können, dass wir uns an nichts mehr erinnern. Das ist hier doch. Das ist er doch, ne? Das ist alles, was ich noch weiß. Die Mucke, die macht so viel aus schon wieder. Ich krieg Gänsehaut, guck hier. Nice. Das habe ich schon lange nicht mehr bei dir gesehen. Edith ist begeistert, Edith ist emotional berührt. Ja, ich bin wirklich emotional berührt. Dieser alte, trockene Boden hat doch noch ein wenig Leben. Da ist irgendein Tropfen ist da drauf und wird aufgesogen. Fast. Das ist aber gleich. Ja. Du bist, als wärst du keiner von LeChuck-artigen Lakaien. Mein Fehler. Ja. Nein, guck nur. Ob du vielleicht woanders hinschaust. Das ist echt sehr sensibel hier. Ich muss den Fluch aufheben, der aus meiner Freundin eine massive Goldstatue gemacht hat. Ist wie ein Pen and Paper von uns. Ja. Die vier Charaktere ist wie ein Pen and Paper. Booty. Weiß ich genau, du bist wahrscheinlich der unten rechts. Nils ist entweder er hier oder er hier. Ich bin mir noch nicht sicher. Und ich spiele den Rest, der übrig bleibt. Aber das hier bist du. Röchelieu. Ahoi, ich bin Guybrush Threepwood, ein mächtiger Pirat. Klar bist du einer. Okay, dann, wer sind Sie? Edward von Helgen. Doch nicht der? Das ist richtig. Mein Name ist der von Piraten am meisten gefürchtet. Da ist Nils. Edward Kuschelhase von Helgen. Das ist eindeutig Nils, ja. Dann bin ich hier der Grobschlächtige. Harr, harr, meine Herren. Wir sind beim Barbier, beim Piratenbarbier. Und der alte Mann und ich spielen jetzt Monkey Island 3 weiter. Mir ist kalt im Studio. Ist völlig in Ordnung. Es ist kalt. Ich kenne das. Die Leute kennen das von mir auch. Ich friere auch immer. Schlappy Cromwell. Es ist eigentlich nicht mein richtiger Name. Mein Agent sagte mir, dass mein richtiger Name keine Star-Qualitäten hätte. Wow. Dieser Dschungel ist dicht. Ich werde etwas Scharfes brauchen, wenn ich mir meinen Weg zurechthacken muss. Eine Machete. Die haben wir gar nicht. Machete. Machete. Mach Ede. Mein Kopf hat direkt eine Machete und der Kopf der Machete ist dein Kopf irgendwie, so flach halt. Ich hab ja eine Machete mit deinem Kopf drauf. Aber das kann doch nicht euer Ernst sein. Was siehst du das? Das kann doch nicht euer fucking Ernst sein. Siehst du, was da drin liegt? Ein Kugelschreiberstück. Da liegt ein fucking Kopf von einem Kugelschreiber. Guck dich das mal an. Da liegt in meinem fucking Essen. Ich ruf die an. Ich ruf die an. Ich sag den Namen jetzt nicht, aber ich ruf die Spacken an, ey. Unfassbar. Unfassbar. Das ist, schlimmer ist nur noch, als ich bei Freddy hier angerufen habe und da waren so Kellerasseln, waren unter dem Deckel. Sag das bitte nicht. Das sagst du schon ganz lange. Die waren. Das war nicht Freddys. Das war da. Das kann nicht sein, weil ich so oft bei Freddy's und ich habe den Deckel hochgemacht. Nein, 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 das stimmt alles nicht. Die haben sich mehrfach entschuldigt, aber es war nur mal Fakt. Das stimmt nicht. Bitte sag das nicht, sonst sterbe ich. War es halt bei Johnny's. Gut. Bei Michael Myers. Bei Johnny's habe ich noch nie bestellt. Das ist mir egal. Ja, das ist. Aber wie kann das denn noch mal kurz sagen, dass da wirklich ein Fang? Ich meine, das ist doch nicht. Seid ihr bescheuert? Wie kann das denn passieren? Was muss passiert sein, dass ein Kugelschreiberstück im Salat landet?
Das ist also, wirklich die absurdeste die Sache, die ich je in meinem Essen gefunden habe. Na gut. Ich werde das jetzt twittern. Oh, ist das und so haben wir alle gewonnen. Ja, so ist wenigstens was. Okay. Schlangenkopf, guck mal hier. Ich kann es irgendwie immer noch, ich kann es nicht so richtig glauben. Ich will sie nicht verärgern. Es ist wahr. Ich wollte es ging mir, mein Leben war besser, bevor ich es wusste, ehrlich gesagt. Das wird dieses Kerlchen nicht im geringsten interessieren. Sag mal, ich muss jetzt. Ich meine, wenn in. Also, Entschuldigung, aber wenn dir ein Kugelschreiber. Also, du, das merkst du doch, dass da was fehlt an deinem. Du machst so und plötzlich fehlt da der Kopf. Da kommst du doch auf den Gedanken. Ich dachte erst, das sah aus wie so ein Kippenfilter. Kippenfilter wäre fast. Ich weiß nicht, ob es besser oder schlechter. Ich kann es immer noch nicht fassen. Da hat jemand mit seinem ranzigen Daumen die ganze Zeit drauf rumgedrückt und als nächstes landet es in meinem Essen. Simon, ich. Mit dem ranzigen Popeldaumen, den er vorher noch im Popo hatte. Glaub mir, niemand fühlt mehr für dich. Ich bin so geschockt, dass ich einfach das Thema ignoriere. Na gut. Weil ich habe ja beim gleichen. Krass gegessen. Das ist das einzige Gute daran. Ich bin nicht allein. Ja. Vor allem, du hast den Salat eben noch gelobt, Alter. Der Salat an sich ist auch okay. Sag mal, wenn ich mich jetzt daran verschlucke, könnte ich die doch verklagen. Ich wette, das Schiff, das ich ja, in Deutschland habe, ist das, arbeiten. In Deutschland ist das. Ach, scheiße. Weiß ich nicht. Am Ende habe ich einfach nur einen Kugelschreiber verschluckt. Vor allen Dingen, du müsstest. Wobei, wir haben es auf. Haben wir es komplett auf Band, dass dieser Kugelschreiber nicht von dir da rein ist? Ja, weil ich ihn hier live aufgemacht habe. Ja. In der Sendung. Aber man hat nicht gesehen, wie das Paket von den Typen zu uns gekommen ist. Ist nicht so, als würde es in die Hand aufgemacht. Oh, cool. Nein, aber irgendein Komplize von dir könnte das gemacht haben. Weißt du, was ich meine? Das wird wäre ich Anwalt, würde ich sagen, man hat nicht gesehen, dass es von Burger. Bist du ja nicht. Du hast ein Ding studiert. Nein, aber wahrscheinlich hast du recht. Du hast absolut recht. Das ist nicht so. Nein, einfach. Gut. Ach, die das Geschichte erinnere ich mich. Oh Gott. Als ich von dieser Schlange gefressen wurde, war ich mir sicher, ich weiß nicht mehr, wie es geht. Gott sei ich hab's Dank, noch vage im Ohr, Auge. Aber das war super schwer. Ja, super dumm. Ja, es war mit dem Luftballon, glaube ich. Mit dem Luftballon, den Luftballon zerschießen oder sowas. Irgendwann später. Es muss doch gehen. Ich weigere mich, das zu sagen. Ich kenne einen Ballon nicht damit bemerken. Ja, das wird wahrscheinlich auch. Selbst wenn ich den Ast damit treffen könnte, würde es nichts nützen. Die Kletterpflanze zu erschießen bringt nichts. Du liegst völlig richtig mit dem Ballon nicht, und dem platzen lassen. Aber irgendwas muss an den Ballon noch ran. Was ist. Was fehlt? Irgendwas haben wir hier übersehen. Da war was. Nee, ist der Treibsand. Wenn ich um mich schlage, sink ich nur noch schneller. Hä, das Huhn ist weg. Du hast recht. Was ist jetzt los? Wann ist das denn weg? Ist einfach weggegangen, glaube ich. Wir haben doch gerade eben noch hingeguckt. Was? Dann war es wohl auch unwichtig. Ja. Ja. Die Enzyklopädie wird dabei nicht. Doch, aber eine gute, was auf den Ast werfen. Ja. Das ist eine gute Idee. Die Enzyklopädie wird dabei nichts nützen. Die Enzyklopädie wird dabei nichts. Hast du den Stein mal versucht, auf den Ast zu werfen? Wenn ich unter Stress stehe, kann ich nicht zielen. Ich könnte daneben treffen. Wenn ich nur irgendwie das Gewicht direkt von oben auf den Ast fallen lassen könnte. Stein mit den Ballons. Warum sind wir da nicht drauf gekommen? Ja, weil wir mit der Schere. Oh, wir haben doch alles andere ausprobiert. Okay. Ich kann mich in diesem Treibsand nicht bewegen. So, und jetzt? Ich kann mich in diesem. Jetzt müssen wir. Der puste halt. Also, ich meine jetzt ihn. Ich spreche ihn an. Mach doch halt mal was jetzt. Ich lege es besser noch nicht zur Seite. Ich glaube, ich kann mich in diesem Treibsand nicht bewegen. Du hast noch irgendwas, fehlt noch. Man muss mit dem Ballon sprechen. Das ist halt auch grenzwertig, würde ich jetzt mal sagen, ne? Komm, eh noch halt so. Endlich mal, was das funktioniert. Oh, und zu spät. Ah, verdammt. Hey. Ah, okay. Ah, komm zurück. Dem Himmel sei Dank für diese unvorhersehbaren Passatwinde. So. Ah, Bingo. Das ist so schön. Ich glaube, das ist in der schweren Version noch deutlich komplexer irgendwie. Aber man fragt sich ja schon, wie sollte es komplexer sein? Ich meine, die einzelnen Teile. Du hast Teile mehr haben Items ja dann, glaube ich, oder so. Die Rätsel sind ein bisschen einfach komplexer. Ja. Ja, okay. Und vielleicht doch die komplexe Variante nehmen. Ich finde aber, es ist. Also, wir kommen gut durch. Es macht Spaß. Ja. Das eine Leben der Liebe opfern kann. Ich werde niemals ruhen, bevor ich nicht die Lane gefunden habe. In Ordnung, hinein mit dir.
Und an der Stelle, aber eine schöne Stelle, ein Cliffhanger, speichern wir nämlich, ob Guybrush überleben wird. Werden wir erfahren. Ist genauso spannend, wie ob Jack Bauer in einer Folge 24 sterben wird. Oder ich habe sie noch nicht alle gesehen. Das freut mich nicht. Man weiß es nicht. Aber es geht zumindest, glaube ich, 7 Staffeln. Sehr, sieht es immer ganz gut aus am Ende. Ist aber auch sehr knapp. Es ist immer sehr knapp, muss man an der Stelle wirklich sagen. Ja. Also, das war fantastisch. Hat mir sehr Spaß gemacht. Ja. Und wir machen das auch weiter. Wir machen noch auf jeden Fall ein Teilchen. Ja, ja. Und ihr könnt gerne mal in den Kommentaren irgendwie schreiben, wie gut wir die Rätsel gelöst haben. Oder auch vielleicht mal, was die Unterschiede sind. Das würde mich mal interessieren. Welche Rätsel in der schweren Version jetzt anders gewesen wären und wie? Das würde mich auch Dann brauchen wir es nämlich nicht selbst spielen. Ja, das war's. Ne? Ja, schön. Bis zum nächsten Mal. Guten Tag. Beim nächsten Ton ist die karibische Standardzeit 5, 13 und 30, 9. Es stimmt übrigens. Sekunden. Piep. Wie jetzt? Das ist aber lustig, weil es stimmt auf dem Uhrenturm auch. Guck mal. Ja. Ja, aber ist es Zufall, dass wir dieselbe Zeit haben? Oder? Ja, genau, es ist Zufall, dass es jetzt 5.13 Uhr ist. Nein, der liest es, der Computer hat die Zeit eingestellt, die richtige. Beeindruckt. Und Monkey Island übernimmt es. Es ist Zufall, dass es jetzt 15.13 Uhr und 9 Uhr ist. Kann doch sein. Also, es wäre der krasseste Zufall ever. Ich würde vermuten. Wir werden es sehen. Der Chat wird uns sicher sagen, ja. Leute, ihr wisst gar nicht, wie krass rein das statistisch ist. Ja. Unwahrscheinlich, weil nur noch als Ede diesen Shiggy weggeworfen hat. Wie war das? Nee, es wäre abgehauen, ne, sowas. Es war ein Shiny. Shiny Shiggy. Und ich bin aus dem Kampf weggelaufen, weil ich nicht wusste, was ein Shiny ist. Nein, der ist mir zu rare. Es geht ab zur Affeninsel mit den 2 Kokosnüssen von Rocket Beans. Schüttelt die Palme, wedelt euch ein von der Insel. Los geht's! KD spielt! Oh Mann! Ja, genau. Jetzt habe ich verstanden. Leute, Monkey Island 3, es ist jetzt wieder eine Woche her, seit wir gespielt haben. Ja. Und ich habe so oft an das Spiel gedacht. Ich habe richtig Bock. Jedes Mal, wenn ich meinen Tweet mit dem Salat sehe, denke ich an Monkey Island. Ab jetzt. Oh ja. Gab's damit? Ey, wer hat das? Irgendjemand hat mir erzählt. Herzen. Irgendjemand hat mir erzählt, wenn du das verschluckt hättest, hättest du halt echt sterben können. Das habe ich mir auch gedacht. Ich dachte, wie gesagt, es ist Feta-Käse. Also es ist wirklich lustig. Es hätte viel passieren können. Es ist am Ende nichts passiert. Und wir haben auch den jungen Mann nicht geoutet. In Amerika wärst du reich geworden durch sowas. Ich habe nachgefragt, dachte ich auch. Stellt sich aber raus. Das ist gar nicht so einfach. Du kannst klagen, aber du kriegst eben sehr selten Recht. Ich hasse Porzellan. Es ist so. Das ist eine lange Geschichte. Ich erkläre es später. Die Logik dahinter ist mega smart. Dinge, die sich in dieser Küche befinden dürfen, die dürfen auch ins Essen gelangen. Dinge, die nicht da sein dürfen, wie eine Ratte, wenn du die da drin findest, dann kannst du absahnen. Aber ein Kuli gehört quasi zu einer Küche, um Order aufzuschreiben oder so. Und deshalb würdest du kein Geld kriegen. Das ist smart. Mhm. Naja, genug davon. Wie würde es Ihnen gefallen, meiner ständig wachsenden Schar von Piraten beizutreten? Deine Mannschaft? Warum sollte ich bei deiner Mannschaft mitmachen wollen? Es wird der absolute Knaller. Wir segeln nach Blood Island. Tut mir leid, Streetwood. So gern ich wieder draußen auf dem Meer wäre, so könnte ich doch niemals einem Kapitän dienen, der weder ein Gentleman noch mir ebenbürtig ist. Ich bin ein Gentleman, Sie großer, alter, bettnässender Dummkopf. Dann beweise es. Wenn du mich in einem Gentleman-Duell besiegen kannst, trete ich deiner Mannschaft bei. Ja. In Ordnung. Beginnen wir mit dem Duell. Nein, nein, nein. Was? Da gibt es Regeln. Wenn du dich mit mir duellieren willst, musst du mich ausreichend beleidigen. Da ist auch der okay. Handschuh vielleicht. Wie angemessen, sie kämpfen wie eine Kuh. Alter, wie angemessen, sie kämpfen wie eine Kuh. Das ist ein alter Hut. Komm zurück, wenn du frischeres Material auf Lager hast. Natürlich. Hey, das ist ein hübsches Hemd. Wie lange sind Sie schon farbenblind? Oh, bitte. Ich fand den gut. Nettes Parfum, das Sie benutzen. Haben Sie sich eigentlich in Dung gewälzt oder ihn sich nur ein wenig hinter jedes Ohr getupft? Dies ist nicht die Art von Beleidigung, die ich meine. Du musst den Fädenhandschuh. Habe ich eigentlich schon erwähnt, dass Sie ein großer alter bettnässender Dummkopf sind? Genau genommen hast du es getan. Und ich bin nicht beeindruckt. Ich möchte Sie nicht beleidigen. Warum können wir nicht einfach so loslegen? Boah, schon so spät. Okay, also meinst du den Fädenhandschuh? Das könnte sein. Der Klassiker, einmal durchs Gesicht ziehen. Du hast recht. Patsch! Nun, es gibt eine Herausforderung. Sehr gut. Auf zum Feld der Ehre. Da kenne ich mich aus. Provozieren kann ich. Daran erinnere ich mich überhaupt nicht. Ich hätte gerne die Pistole.
Vielleicht kannst du die eine manipulieren. Zu spät. Wenn ich sie besiege, werden sie dann in meine Mannschaft kommen? Die Chancen, dass du mich schlägst, sind so astronomisch gering, dass ich diese Wette annehme. Ja, wir haben irgendwas noch nicht. Wir haben gar nichts vorbereitet. Ja, wir müssen wahrscheinlich. Ey, der bescheißt doch! Haha! Und wieder habe ich bewiesen, dass ich der größte Duellant der Welt bin. Ja, du beschissen! Was zum Teufel? Dueling Banjos. Ey, ich erinnere, es war einfach nur Glück. Du hättest dir merken müssen. Nee, was muss ich machen? Hättest du dir merken müssen. Was ist los, Brasch? Was muss ich mir merken? Was er spielt. Wie soll ich mir das denn merken? Naja, immer die eine Note. Tut mir leid, ich war in der Schönheit der Melodie versunken. Willst du es noch einmal versuchen? Ja! Klar, ich werde gerade erst warm. Das ist gutes Gameplay. Eins. Ganz oben. Eins. Eins, zwei. Vier. Fünf. Ja. Eins, drei, vier, fünf. Das ist einfach. Was war das? Fünf. Eins, das letzte. Fünf. Eins, fünf, zwei. Eins. Eins, fünf, zwei, eins. Eins, fünf, zwei, eins, zwei. Eins. Eins, fünf. Zwei. Eins. Und dann wieder fünf? Und das letzte habe ich vergessen. Ich glaube fünf. Warte! Aufhören! Die letzte Note war falsch. Nein! Ich habe gewonnen. Ich habe gewonnen. Nein, er lügt. Hei, hei, hei. Ja! Du hast verloren. Oh Mann, ich bin so gut. Was für ein schlechter Sieger. Willst du es noch einmal sagen? Die war echt falsch. Mann, wir sind so doof. Eine dumme Note. Es ist doch genau die richtigen hier. Klar, ich werde gerade erst warm. Jetzt schaffen wir es. Seit 20 Jahren machen wir Videospiele. Das ist ja das Problem. Kein Gehirnzell mehr übrig. Zwei. Videospiele sind schuld. Du bist ziemlich gut, Junge. Mal sehen, ob du da mitkommst. Oh nein, noch eins. Nein. Er ist gut. Ich werde ihn nie schlagen. Und jetzt? Jetzt erschießen. Was geht? Es geht? Ich muss zugeben, wenn du das jetzt... nein, du hast es wieder hingelegt. Wie lustig, wenn das jetzt echt geht. Ne? Es geht. Gewonnen! Was? Du hast mein Banjo erschossen. Seien Sie sich da nicht so sicher. Der Schuss könnte von diesem grasbewachsenen Hügel gekommen sein. Bei JFK. Allen miesen Tricks. Ich habe noch nie von so etwas Niederträchtigem gehört. Ich habe dich völlig falsch beurteilt. Du bist wirklich ein Pirat. Ich wäre stolz, in deiner Mannschaft zu sein. Das ist so schön. Großartig. Je schäbiger man ist, desto... Ich packe nur diesen Kram ein und mache mich fertig. Und gib mir meine Kanone wieder. Nein. Jetzt haben wir sie alle. Jetzt ist meine Mannschaft komplett. Jetzt kommen wir nach Blood Island, oder was? Nur immer noch keine Karte und kein Schiff, aber die Mannschaft ist da. Nee. Papa Pichu. What? What the hell? What? Die nassen Handtücher waren's. Okay, das ist ein bisschen lame. Aber warum? Weil der so ein bisschen... Also, naja. Das würde also, wie kommst du auf die Idee? Einfach alles mit allem benutzen halt.
Jemand mit einem nassen Handtuch. Ehrlich gesagt, wollte ich die Handtücher mit der Fritteuse benutzen. Hab aus Versehen die dann geklickt. Wahrscheinlich, ja, oder es hat. Das war völlig random gerade. Hat aber wunderbar funktioniert. Das war wirklich. Hammer. Ja, gut. Das muss man erst mal machen. Ey, da wäre ich nie. Das hätte ich nie. Niemand. Bisschen blödes Rätsel. Der arme Kerl. Dem ist alles egal. Und dann, jetzt kann man sie abziehen. Du musst sie gar nicht abpausen, glaube ich. Ich glaube, du kannst einfach die Haut abziehen. Oder? Ja. Ah, ist das unangenehm. Sehr gut. Ich wünschte, ich müsste das nicht tun. Was hast du heute im Angebot? Sozialkritisch. Kundennamen hier einsetzen? Wie war doch gleich Ihr Name? Guybrush Threepwood. Heute, Mr. Triefgut, kann ich Ihnen die gesamte Palette von Bobs Baumlange Bomben Bumskanonen GmbH und Co. anbieten. Als Einsteigermodell haben wir das Modell Freibeuters Freund. Wir haben auch folgende Kanonenmodelle lieferbar. Die Ouchmaster, die Lochmacher Deluxe, die Schmerzspender 2000, Mr. Massacre und schließlich die Kanone, die der furchterregendste Schuft René Richelieu persönlich benutzt, die Destructomatic T-47. Also, haben Sie Interesse an einem der Modelle, Mister? Auf jeden Fall die Destructo. Ich nehme die Destructomatic T-47. Sie haben soeben ein Destructomatic T-47 panzerbrechendes Blutbad-Anrichtungssystem mit Nachladeautomatik und Faxmodem bestellt. Ein ziemlich feines Stück, wenn ich das mal so sagen darf. Wie kannst du es wagen, mein Schiff anzugreifen? Oh. Deinen Schatz oder dein Leben? Nein. Sieht aus wie dein kleiner Sohn. Ich nehme deine Beute. Papa! Ja, kleiner Kopf. Papa, kannst du das mal machen? Ja, wir bescheißen gleich. Keine Sorge, okay. Kannst du mal Game-FAQs raussuchen? Soll ich oder wirklich? Nein. Das bringt doch auch gar nichts, oder? Wir müssen nein, glauben. Das hilft dir leider nicht. Guck mal, ich hab einen Gag. Guck mal, hier endet das Bild, ne? Guck. Guckst du? Seine Hand! Seine... Naja, gut. Das ist deswegen niemals aus dem Greenscreen rausgeht. Nee, niemals aus dem. Falls ihr euch fragt, was passiert, wenn man aus dem Greenscreen rausgeht. Mein Minenspiel zeigt dir meine Missbilligung. Für dein Gesicht bekommst du eine Begnadigung. Okay. Ich glaube, du hast einen Schatz. Gib ihn her. Glaubst du nicht, dass wenn ich einen Schatz hätte... Man sieht sogar noch die Hand. Das ist... Ja, einmal bitte wow. Auf die Insel, dass man die Inselübersicht sieht. Okay, oh, eine neue das Insel. Eine nagelneue Insel ganz mit vielen Fragezeichen. Geheimen Orten. Da können wir auf jeden Fall auch wieder einige Stunden verbringen. Schön, schön, schön. Perfekter Zeitpunkt, um hier einen Cliffhanger zu setzen. Da machen wir weiter beim nächsten Mal. Fantastischer Cliffhanger. Akt 4. Bin sehr zufrieden. Ich weiß nicht, wie viele Akte es gibt. Wahrscheinlich 5. Bisschen mehr. Wir spielen es durch, auf jeden Fall. Es wird geil. Seid beim nächsten Mal dabei. So, ihr kleinen Pimmelbärchen, wir machen weiter mit der Affeninsel, auch genannt als Monkey Island. Was ganz Neues heute hier bei uns. Los geht's. Herzlich willkommen zu Monkey Island 3, eurem winterlich flauschigen Piratenprogramm. Piratenprogramm. Wir haben was ist das? Akt 5? Das ist Akt 4? Akt 4, ja, es ist schwierig, es könnte 4 sein. Ich glaube, es ist 5. Wir haben auf jeden Fall einige Akte schon durchgespielt und sind jetzt auf einer neuen Insel. Und wir gehen davon aus, dass das die Insel ist, auf der wir die nächste Zeit verbringen werden. Genau, unser Team hat uns schon verlassen. Genau. Blood Island. Oh, Flasche. Ja, die nehmen wir direkt mal mit. Flasche zu Geld. Ich bekomme diese Gabel auf keinen Fall daraus. Dieser Nacho-Käse wird hart wie Leim. Ich habe letztens den absoluten Sieger-Move gemacht in der, im Kino. Und zwar hatte ich dabei diese Guinea-Chips, die halt sind wie Nachos, aber 40% weniger Fett. Meinen eigenen Käse-Dip und diesmal war es ein guter. Ich habe meine eigenen Chips mitgebracht, meinen eigenen Käse-Dip und Lebkuchen. Einen ganzen Backen Lebkuchen. Alter, die haben mich alle angeguckt. Die waren so neidisch, weil ich mir so geilen Schmodder reingerieben habe. Oh, wie hast du das eins nach dem anderen. Alles irgendwie kam im Rucksack. Hat auch eine Literflasche Cola Light dabei und alles. Also es war so geil. Shit, weil der ihn nicht gebissen hat. Der muss uns erst noch. Oh, das ist aber nett. Das ist aber süß, Herr Nils Bumhoff. Du deutest auf meine.
Alles gut. Danke, Nils. Wir müssen den Hund zum Beißen. Nils hat dir einen Kaffee mitgebracht. Ja, weil er dachte, dass du einen hast, du gemeiner Kerl. Was ist denn jetzt? Sagen? Ich mach doch nur Spaß, Leute. Comedy. Okay, pass auf, aber das ist doch ein konkreter Hinweis. Der Hund muss uns beißen. Ja. Du kannst aber schon mal die anderen Sachen abgeben. Ja, gut, ist ja scheißegal. So, pass auf. Der Hund muss uns beißen. Wie kriegen wir einen Hund dazu, dass er uns beißt? Nee, im Moment pennt er. Wir kriegen ihn ja nicht mal dazu, dass er aufwacht. Aufweckt. Ja, das ist ja nun etwas Leichtes. Na, also man kann natürlich irgendwas mit dem Hund machen. Man kann ihn pieksen. Es gibt 1 Million Sachen, so, okay, wo ich aber nicht sicher bin, ob die so gedacht sind. Ich glaube nicht, dass er das mögen würde. Ja, das ist ja das Ziel, dass er das nicht mag. Ja, die haben wir haben Hundesnacks, Nils. Wir haben die dem Hund aber schon weggenommen. Und er liegt einfach vor uns und pennt. Der Pudel meiner Tante verwickelt war vermieden. Das will ich nicht. Ja, die waren ja in seinem Napf. Das will ich nicht. Da haben wir sie ja her. Aber vielleicht. Was? Ach, wie jetzt? Komm, Leute. Das ist doch direkt vor seiner Nase. Au. Ja, hat er deswegen keine Nase? Okay. Na gut, er ist blind. Da hat er recht. Aber also wirklich. Ich hasse so Leute, ich hasse das. Reinkommen und was Richtiges sagen. Verdammter Wirt. Das ist wirklich ekelhaft. Der Nils auch. Der hat es bestimmt auch gewusst. Ich trinke diesen Kaffee aus Protest. Ja, auch einfach jetzt dazu nur zu nicken. Ja nun, das ist offensichtlich eine Geschichte für ein anderes Mal. Ach, verdammt, okay. Ja, aber wir haben viel gelöst. Wir sind eigentlich bei der Insel schon relativ gut durchgekommen, muss man sagen. Gut durchgekommen. Ja, ist okay. Durchgekommen. Durchkommen. Schnell, bevor es jemand sieht. Okay, ja. Ja, aber wir haben echt wieder einiges mit Kraft unserer überkrassen Intelligenz gelöst. Ich denke, es handelt sich nur noch um wenige Spieltage. Ich glaube, 2-3 Sessions und dann sind wir durch. Ja. Das ging flutschig. Aber es macht Spaß. Es ist immer wieder es ist so entspannt. Im Gegensatz zu allen anderen Spielen, die man so zockt, es ist wirklich, das erdet einen richtig. Wir sind das Adventure-Duo. Ja, ab sofort. Jetzt. Peng, peng, peng. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hier sind sie wieder im neuen Jahrzehnt. Der Mon und der Ed. Edmon. Edmon. Captain Edmon. Für sie immer noch Lord Captain Edmon mit dem fantastischen Monkey Island 3. The Curse of Monkey Island? Exakt. Knall hat durchgenommen. So, da sind wir wieder. Herzlich willkommen, frohes Neues. Ja, wup, wup. Danke, dass euch das so zahlreich gefallen hat. Danke für die Kommentare, danke für die vielen Leute, die uns gesagt haben, was die Unterschiede sind zwischen sehr leicht und sehr schwer. Das hier war übrigens eine Geste, die Ohrenputze. Das war ja genau, Ohrenputze, nicht? Irgendwie, ich weiß nicht, ich kenne die Sprüche nicht hier, aber er sagt doch irgendwie bla bla bla, Edelstahl, habe ich mal eine Rakete durchbekommen. Ja, ja. Das ist übrigens wieder auf Netflix, habe ich wieder ein bisschen geguckt. Ich auch. Ich liebe die Szene, wenn er aus dem Flugzeug steigt und sagt, boah, ist das laut. Und dann reicht ihm der Typ so 2 Ohrstöpsel und er nimmt die und danke. Er sagt doch irgendwie bla 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 Unfall, Vietnam stopft sich von innen zu. Das ist alles nur noch wahlloser Quatsch. Ja, das ist so ein bisschen wie die Dialoge hier, was ich aber begrüße. Ja, tatsächlich. Guter Humor und vielen Dank für das viele Feedback, dass ihr über die Feiertage auch viel Monkey Island geguckt. Das hat uns sehr gefreut und motiviert, hier in diese Richtung auch dann weiterzudenken. Aber ich bin jetzt erstmal positiv, dass wir das Spiel in dieser, maximal in der nächsten Session auch dann beenden können. Maximal in der nächsten. Wir lassen uns noch ein bisschen Zeit, obwohl wir auf leichter spielen. Wobei ich jetzt auch sagen muss, durch die Pause, die wir jetzt dazwischen den Aufzeichnungen hatten, natürlich hat geholfen. Nee, jetzt hat man natürlich erstmal wieder so meinte eben auch, ey, so ein Loch. Na, wisst ihr jetzt, was man mit dem Arm macht? Und ich denke mir so, verarscht er mich jetzt, weil man nichts damit macht? Oder kommt noch eine Sache, wo man wirklich was mit dem Arm macht? Wahrscheinlich schon. Aber ich glaube, er verarscht mich einfach nur. So, ich erinnere mich. Haben wir die schon eingesammelt? Haben wir irgendwas zum Einsammeln? Damit kann ich den Regenschirm nicht benutzen. Oh, ich hab's ein bisschen vermisst, mir anzuhören, was er alles nicht kann. Während wir die eine Sache vergessen, zu benutzen, die er kann. Ja. Aber wir wussten das schon mal. Jetzt kommt die Lösung. Jetzt geht's ohne los, Fehler. Leute. Ab zur Totenkopfinsel. Ohne einen einzigen Fehler, sage ich euch. Es ist voll mit leckerem, köstlichem Zuckerwasser. Mh, wette, das Wasser schmeckt gut.
So, jetzt ertrinken sie alle. Gut, Deckel drauf. Sie sind da drin gefangen und leuchten wie verrückt. So, ab to the Dingsenkirchen. Machen sie mir gut. Jetzt haben wir's. Ich kann das Glas nicht damit benutzen. Nee, aber... Nee, ja. Ich kann nee, das Glas warte. Nicht damit benutzen. Da, ja. Es gibt kein Licht. What? Ich kann das Glas nicht. Ihr damit leuchtet benutzen. Wie verrückt. Es gibt tote Glühwürmchen. Wer wird getötet? Oh, ja, shit. Nein, die Glühwürmchen sind alle erstickt. Wegen dem Deckel. Wenn Licht an den Deckel machen müssen. Nein, und jetzt ist Game Over oder was? Mach auf jeden Fall erstmal den Deckel ab. Woanders benutzen. Und kombinieren okay, wir den Nagel. Ich wette, da sind jetzt wieder welche. Ich kann den Nagel damit nicht benutzen. Warte. Ich habe Löcher in den Verschluss des Glases gemacht. Das wird nicht mehr helfen. Das hilft ja, aber dann gehen wir halt immer scheiße. Nicht mal das haben wir hingekriegt. Zum Glück haben sie noch, ist die andere Familie von mir. Wie macht man den denn nochmal auf? Benutzen war es, glaube ich. Also. Ja. Okay. Jetzt ohne Fehler. Ab sofort ohne Fehler. Hast du gewusst, dass Glühwürmchen Luft brauchen? Nee. Sind das überhaupt Lebewesen? Noch Fabelwesen? Lichtwesen, dachte ich. Ja. Feen. Der Leuchtturm funktioniert jetzt. Ich habe ja früher. Selbst die tapfersten Männer müssen was sich vor bin ich da? Auch mit dem Geldbörsen. Nee. Ich habe. Jetzt, bevor du auf den schrecklichen, fürchterlichen Anblick der Totenkopfinsel starrst. Okay, bist du mir nicht erwartet. Wovon redest du? Siehst du den Totenkopf nicht? Diese Insel sieht überhaupt nicht wie ein Totenkopf aus. Sie sieht aus wie eine große, ungeheure Ente. Sie sollte Enteninsel genannt werden. Weißt du, du musst schielen und deinen Kopf so drehen. Es ist ja so furchteinflößend. Wenn du schielst und deinen Kopf so drehst, sieht sie aus wie ein Häschen. Naja, egal. Tatsächlich. Siehst du das Licht da oben auf dem Felsen? Vielleicht muss man das irgendwie so machen. Warte mal, du hast die... Ah, ich habe eine Idee. Mary, sag etwas Gruseliges. Buh! Hahaha! Ich bin ein furchterregender Totenschädel! Ich glaube, es klappt nicht, Guybrush. Okay, aber man muss hier Sachen mit der Spalte benutzen. Nein, das wäre zwecklos. Was wolltest du? So Schattenspiele mit der Laterne machen. Also nicht darauf mit der Laterne alleine, aber... Darauf kann ich kein Licht... Das kombinieren, weißt du, ja. Mit irgendwas. Mit dem Guybrush, mit dem... Mary. Mary, zeig, was du kannst. Okay. Unsere beiden Köpfe zusammen, ne? Sterblicher Dummkopf, befreie mich aus diesem elenden Grab. Ich muss freigelassen werden, oder ich werde dich ewig verfolgen. Ich werde deine Schlüssel unter den Kissen deiner Holzmöbel verstecken. Und nein! Wirst du Socken finden, die zusammengehören. Alles klar. Warte, ich komme. Gute Arbeit, Mary. Sehr gut. Ich war schrecklich, nicht wahr? Meine dämonischen Kräfte haben mich allmächtig gemacht. Oh, sieht aus, als hätte die Laterne kein Öl mehr. Da, sie ist offen. Jetzt mach dich vom Acker und lass mich in Frieden. So, ich gebe auf. Die Regie glaube, muss denken, wir sind die allerdümmsten Menschen der Welt, weil die es ja wissen und schon... Jeder weiß es mittlerweile, der uns zuguckt. Wieso wissen wir es denn nicht? Die Zauberkräfte müssen auf etwas anderes konzentriert werden. Na gut, wir haben ja eh nur noch eine Minute, wir werden es nicht mehr schaffen heute. Ja, warum müssen wir es jetzt nicht sagen? Nö, ich würde sagen, wir heben uns auf. Und du willst mir erzählen, du wirst nicht gucken bis zur nächsten Folge? Ich weiß ja, wann wir die nächste aufnehmen, insofern weiß ich, dass... wir an demselben Punkt wahrscheinlich wieder weitermachen werden. Der Zauberstab hat keine Wirkung darauf. Ja, aber wie viel Möglichkeit kannst du geben? Ich weiß es nicht. Ich hätte
Einfach mal alle Dinge ausprobieren. Hör auf, diese Dinger, die sind es nicht. Die sind es nicht. Komm, jetzt macht der Simon nochmal ganz schnell. Macht er alle Buttons nochmal. Klick. Hallo? Hört mich mal schwierig an, diese Scheiße. Hallo? Hilfe! Es muss der Heliumballon sein. Okay, aber ganz klar sind es die Piratenliteratur. Dann ist es unter Umständen der Skelettarm. Na gut, vielleicht das Spielgeld. Die Schere ist es, ich wusste es immer. Verdammte Scheiße, das Buch natürlich. Klar, logisch. Ah, okay, der Zauberstab. Wir haben es zwar schon 100 Mal probiert, aber vielleicht beim 100. Mal. Okay, auch nicht. Moment, die Karte. Ich will die Karte. Das ergibt alles keinen Sinn. Das braucht nicht. Wahrsagen funktioniert. Nichts davon. Nein. Wir waren schon drauf. Es könnten auch die anderen Gemälde sein. Ich kann den meisten. Die Hundekekse. Benutze Hundekekse mit Gemälde. Das braucht nicht ange. Wir müssen ein Ende machen. Die Regie wird. Nein! Muss. Ich kann das Kissen. Die Regie soll ruhig sein. Ich muss jetzt alle. Ja. Alle Items müssen ausprobiert werden. Aber es ist ein schöner Cliffhanger. Ich mache jetzt eine Abmoderation, wenn Simon noch alles probiert. Ja, wir werden dieses Rätsel niemals lösen. Wenn ihr dabei sein wollt, wie wir es niemals lösen, dann schaltet nächste Woche wieder ein. Wenn es hier heißt knallhart durchgescheitert, Monkey alle drei. The Curse of Ede und Simon. Wiedersehen. Monkey Island 3 mit dem Ede und mir. Wir haben letztes Mal an Rätseln verzweifelt, die gab's noch gar nicht, die mussten erst noch reingeschrieben werden. Jetzt haben wir die Lösung aber. Stellt sich raus, wir waren gar nicht so unschuldig. Nee, wir waren unschuldig, nee, die anderen waren unschuldig. War alles gar nicht so schlimm. Alles gleich nach dem Intro. Das ist heute die finale Folge, vertraut mir. Da hat er gerade aufgestöhnt, und wollte was sagen. Was wolltest du sagen? Ja, also nach einigen Irrungen und Wirrungen, ihr habt es vielleicht noch am Ende der letzten Folge mitgekriegt, da waren wir hier im Hotel und sind... Das wird keiner verpasst haben. Ja, das müssen wir vielleicht nochmal aufklären. Und da ging es um dieses Bild, was man hier gar nicht anklicken kann, weil es da in der schweren Variante wohl irgendwas mit zu tun hat. Was genau wissen wir aber auch nicht. Aber das war der Tipp, den uns die Regie verzweifelt hat geben wollen. Und es ist natürlich ein saudummer Tipp, muss man an der Stelle sagen. Die Regie ist noch dümmer als wir, das kann man an der Stelle ruhig einfach mal sagen. Nein, die Regie hat eine Lösung. Ist halt nicht böse gemeint, aber ist halt einfach ein Fakt. Und wir können hier an dem Kulturdreh können wir halt überhaupt nichts machen. Und hier ist auch komplett falsch, denn es geht hier weiter. Und zwar, jetzt ist nicht die Schuld der Regie, jetzt kommt der nächste Schuldige, LucasArts Games, weil in dem Raum, in dem wir schon 1000 Mal waren, gibt es jetzt hier einen Totenschein. In diesem Aktenschrank, das weiß doch keine Sau, waren schon 100 Mal da wegen dem Käse. Und der ist auch schon offen gewesen übrigens, wir haben nichts gemacht. Also das wussten wir halt aber nicht, aber wieso ist denn da jetzt der Totenschrank? Und wieso sollte man da halt auch nochmal reingehen? Also das wie kann es sein, dass wir alles probiert haben, nur nicht nochmal in diesen Raum gegangen sind? Zwischenzeitlich waren wir auch schon nochmal in dem Raum, aber es muss quasi nach dem Event, wo wir in das Grab der Meistersuppe Familie nach dem letzten Mal sterben sozusagen. Okay. Und das ist natürlich, gut. Wir machen kurz ein ganz kleines Päuschen und sind dann aber wieder hier. Wir können, glaube ich, noch nicht sagen, ob wir es heute schaffen oder nicht. Wir lassen uns aber, wie ihr merkt, Zeit. Und wir werden das Rätsel lösen. Es sind so viele Sachen, gibt es ja nicht, die wir noch falsch machen können. Uns leichter machen irgendwie, vermute ich. Very easy vielleicht spielen. Wir müssen uns, das Spiel leichter machen. Und schwerer, meinst du? Ja. Gucken wir mal. Gleich nach der Werbung geht's weiter. Ede, mitdenken. Ja. Nicht Defeat LeChuck bei Google eingeben. Du bist doch alte Petze. Die Regie, Mann. Die Regie sagt ja die Regie. Ja, aber die Regie weiß genau, wie viel Zeit wir noch haben und wann es. Ich habe noch 20 Minuten. Muss. Ede hat noch 20 Minuten. Du bist ja ein alter Petzel, ein kleiner Verräter. Um ehrlich zu sein, habe ich das spontan gesehen und mich entschieden, dich zu outen. Alles zu dem Gag. Hier, du musst mir helfen. Ja, danke, ich will jetzt doch. Okay, dann google ich. Regie, ihr wisst Bescheid, ne? Ihr könnt uns schon einen Tipp geben. Es ist auf jeden Fall hier, da und hier Gegenstand. Lass uns mal alle angucken. Hundekuchen bringen nichts, die Broschüren nichts. Öl könnte es sein, die Tüte da. Das Hundehaar, vielleicht das Hundehaar oder der Pfeffer. Vielleicht bringt man ihn dazu, dass er niest oder so. Wie Öl und Wasser. Entscheide dich, Pfeffer oder irgendwas anderes. Das wird langsam lächerlich. Ja, Pfeffer. Okay, probieren wir Pfeffer. Wie ein wertloser Junge, der glaubt, er könne den Dämonenpiraten LeChuck herausfordern. Ja, Mann! Das ist es.
Danke, Regie. Ich hätte auch wirklich drauf kommen können. Scheiße. Da sind wir doch. Naja. Ja. Hast du durchgespielt? Ja. Am Ende wird immer geheiratet. Sie ist schon jetzt aber schnell. Ja gut, das war ja eindeutig das Finale, ist ja immer so am Ende so ein endlos Ding. Ja, das war es jetzt schon wieder, gegen Ende ein bisschen unspektakulär geendet, aber es war eine sehr schöne Reise, muss ich sagen. War eine gute, schöne Tour mit dir. Ja, es war ein tolles Spiel. Also wir sagen schon mal an der Stelle, wir machen noch mal weiter. Und für euch da draußen, ja auf jeden Fall. Okay. Und für euch da draußen ist es natürlich cool, weil ihr könnt immer noch jetzt Monkey Island 3 in der komplexeren Variante spielen, also in der Hardcore oder wie auch immer man es so möchte. Ja. Also falls ihr jetzt auch Bock gekriegt habt, könnt ihr durchaus das Spiel nochmal spielen mit Rätseln, die wir noch nicht gemacht haben. Laut Kommentaren gibt es auf jeden Fall einige Sachen, die anders sind und schwierig. Aber haben wir jetzt verpasst, ob da noch deutsche Synchronstimmen standen. Ja, Matt ist toll, Vati. Aber sicher, Sohn. Aber weißt du, es wird erzählt, dass der Mann, der ihn gebaut hat, hier begraben ist. Und man sagt, dass sein gefrorener Körper noch heute irgendwo in den Tunnels unter dem Vergnügungspark liegt. Vierter Teil. Hup, zack, Steam. Was für ein Ende. Ja. ja, das hat großen Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, lasst ein Supporters Club mit das könnt ihr auch gerne mehr machen. Kommt ins Forum. Es gibt so viele Möglichkeiten, uns zu zeigen, dass ihr uns liebt. Oder uns zu zeigen, dass wir, welches Spiel wir spielen sollen beim nächsten Mal. Aber das packt ihr am besten in die Comments. Ey, es war schön. Ich bedanke mich. Wir machen weiter. RKD, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Arr. 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 Das ist der Haken. Hakenhand. Ich glaube, da ist immer noch nicht dran. Das werden wir mit so einem Haken machen. Eine Tür aufmachen, das kannst du machen.